dadurch, dass so viel Schnee gefallen ist, sind wir wieder aufs Eis gegangen, weil Marcel kann ja jetzt ruhig gehen. Ne? Wenn er wieder hinfällt, dann tut es nicht so weh, weil der Schnee so weich ist. Und ich habe einen Schneeengel gemacht und ich weiß nicht, ob man das sieht. Marcel sagt nein. Ich sag ja. Und wir wünschen euch allen fröhliche Valentinstag. Valentinstag. Fröhliche Weihnachten auch von mir. Kein Weihnachten. Ja, sieht aber aus wie Weihnachten, ne? Also, wie Valentinstag sieht das hier nicht aus. Und vor allem, was ist das für ein hässliches Herz, was ich da gemalt habe. Also bitte, das hier sieht besser aus. Ja. Ach, guck mal, Marcel macht da ein viel besseres. Ja. Du kannst mir auch ein Herz in den Schnee pinkeln. Ich habe nämlich dieses Jahr kein Valentinstagsgeschenk von ihm bekommen. Und das wäre doch mal was, oder? Zumindest originell. Oder, ich weiß, was er macht. Er malt einfach einen überdimensionalen Penis. Yep. Genau das, was ich geahnt habe. Wie alt warst du nochmal? Würde ich auch was zum Malen schicken. Ja, du hättest es mir auch in den Schnee pinkeln können. Wie bei Schuh des Manitou. Kennt ihr den Film? Der war witzig. So, sieht man das? Tolles Kunstwerk. Ja, ne? Ja. Ist das auch maßgetreu? Ha? Oh, Vorsicht, nicht fallen. Ich bin schon fast wieder hingefallen. Rutsch doch nicht aus auf dem Schnee. Mensch. Ja. Ja, geht schon. Übrigens, hier ist ein kleines Häuschen direkt neben unserer Hütte. Und hier steht nur so ein Bett drin. Also es ist praktisch nur ein Schlafzimmer. Damit ein weiteres Pärchen hier übernachten kann. Hier ist sogar eine Heizung drin und alles. Also eigentlich richtig nice. Klar, hier in dieser Hütte ist jetzt keine Toilette. Versuche ich dir mal zu zeigen. Aber sie steht halt direkt neben unserer Hütte. So. Und theoretisch könnte man dann mit 6 Personen insgesamt hier übernachten. Weil es gibt hier 2 Schlafzimmer mit je Doppelzimmern. Und hier ist dann noch ein Schlafzimmer mit einem Doppelzimmer. Und hier neben unserer Hütte ist noch eine Hütte. Und der sieht aus wie so ein Anhänger. Kannst du auch reinstecken. Der Schlüssel steckt! Okay, und Marcel sagt, das sieht aus wie eine Sauna. Ich gehe da jetzt hin und gucke nach. Okay, wir gucken jetzt durchs Fenster hier rein. Oha, es ist wirklich eine Sauna. Cool. Ja, dann. Prost Mahlzeit. Ja, warum haben wir von dieser Sauna nichts erfahren? Der Besitzer meinte, die sind gerade die Sauna am Einrichten, aber ich habe das dann irgendwie auch schon wieder wegignoriert, diese Info. Weil wir keine Saunagänger sind. Aber wenn wir welche wären, wäre das natürlich ziemlich krass. Aber anscheinend ist sie noch nicht in Betrieb. Aber soll wohl jetzt kommen, demnächst. Und ja, dann kann man hier auch mal eben locker easy Sauna nutzen. Wie geil ist das denn? Direkt neben der Hütte. Da. Voll nice. So, wir chillen jetzt ein bisschen. Und Apollo ist da unter dem Sessel, wo die Decke drauf liegt. Und Cosmo und ich teilen uns diesen Sessel hier. Wobei er mir ganz schön wenig Platz lässt, finde ich. Aber Hauptsache gekrabbelt werden. Hier, die könntest du auch anwinkeln eigentlich. Dann hätte ich mehr Platz. Bauch hier. Oh, ist das süß. Ist das süß. Normalerweise kuschelt Cosmo nur mit mir. In letzter Zeit. Seit wir hier sind. Und jetzt geht er einfach zu Papi. Hm. Habe ich Auge gemacht? Ja. Jetzt geht der Apollo suchen wahrscheinlich. Oder? Was machst du da? Das ist der Fernseher.
Hey! Warum? Wieso machst du das, Katzi? Kätzchen, lass das mal. Das geht nicht, du darfst das nicht machen. Okay, kommst du wieder her? Katzi. Na. Wo willst du denn hin? Man klettert nicht auf so kleine Dinge. Zu Hause kletterst du doch auch nicht auf den Fernseher. Oh. Guckt euch mal diese super süßen Katzenbabys an. Hier dieses Katzenbaby. Du bekommst jetzt eine Tablette. Solange du so müde bist und so schläfrig. Komm. Dann ist es hier immer am besten. Viele fragen, warum nimmt er die Tablette so? Der Tierarzt sagte, die Tabletten sind geschmacksneutralisiert. Also das heißt, nicht, dass sie jetzt nach Leberwurst oder sowas schmecken, weil würden sie nach Leberwurst schmecken, würde er sie nicht nehmen wollen. Er mag nämlich keine Leberwurst. genau. Aber sie schmecken wohl irgendwie auch nicht nach Tablette, sodass er denkt, das ist ein Leckerli und akzeptiert es einfach. Ich habe ihm das nicht antrainiert oder sowas. Er hat sie von Anfang an einfach so gegessen. Und manchmal nimmt er das halt auch nicht. Ja, dann muss ich ihn überreden. Aber zum Glück ist das auch ganz einfach bei Cosmo. Ich muss sie ihm nur ins Mäulchen reinstopfen. Was auch echt nicht schwer ist. Ich muss da nicht tief reingreifen mit dem Finger. Ne? Also wenn ihr mit eurer Katze Probleme habt. Und ihr wisst aber, dass eure Katze euch nicht beißt. Die einfachste Methode, einer Katze Tabletten zu verabreichen. Klar, man kann sie in Leckerlis verstecken oder in irgendwas, was sie mag, aber irgendwann lernt die Katze, die auszuspucken, ne, den Leckerli zu essen, aber die Tablette auszuspucken. Dann macht man einfach das Mäulchen auf und stopft mit dem Finger ganz tief in den Hals und dann macht man so und die Katze schluckt die Tablette dann. Weil wenn man hier den Hals massiert, dann fördert man diesen Schluckreflex und die Katze schluckt dann die Tablette. Es sei denn natürlich, ihr habt Katzen, die extrem bissig sind oder euch dann kratzen, wenn ihr sie falsch anfasst, dann kann man das natürlich nicht mit solchen Katzen machen. Dann könnt ihr euch nicht einfach den Finger ins Mäulchen stopfen, sonst seid ihr den Finger los. Dann müsstet ihr mal überlegen. Es gibt so Spritzen, dass man die Tablette da reinmacht und dann mit der Spritze in den Hals schießt. Gibt es auch beim Tierarzt. Oder eventuell mal beim Tierarzt fragen, ob man die Tablette auch irgendwie, ich weiß auch nicht, verflüssigen kann oder sonst irgendwas. Also irgendwie die Katze überlisten. Ich denke mal, viele Tierärzte haben auch einiges an Tipps, was sie euch da geben können. Dadurch, dass ich selbst damit noch gar nicht konfrontiert wurde, dass ich irgendwie Probleme oder Schwierigkeiten hatte, meinen Katzen Tabletten zu verabreichen, kann ich euch da gar nicht sagen, was ich da machen würde. Aber bei Apollo hatten wir das damals so, er musste Globulis nehmen. Als er sich seine Krallen so sehr aufgeschürft hat, dass sie geblutet haben, hat er dann Globulis bekommen, 3 Stück am Tag. Die waren ganz, ganz winzig, so richtig klein. Und die wollte er natürlich nicht essen, die musste ich ihm so reinstopfen. Und das war so schwierig, weil die so klein waren. Die sind mir ständig unter den Fingern rausgerutscht und... Ja, da musste ich ihn auch festhalten und diese Kügelchen da ins Mäulchen reinstopfen, damit er sie auch schluckt. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber seine Krallen sind gut nachgewachsen und sind wieder scharf. Richtig, richtig scharf. Ja. Und seitdem kontrollieren wir das auch regelmäßig, weil Apollo kratzt ja nicht so gerne an irgendwas und wenn seine Krallen irgendwo einwachsen sollten, dann müssen wir damit anfangen, ihm die Krallen zu schneiden. Ja, Krallenpflege ist wichtig und wenn ihr das Kätzchen alleine nicht schafft, dann muss man die Krallen schneiden. Aber noch schaffen sie beide es alleine. Also ich habe jetzt nicht irgendwo gesehen, dass eine Kralle zu lang ist oder eingewachsen oder ähnliches. Deswegen sollte das mal vorkommen, dann würden wir natürlich eingreifen und die Krallen schneiden. Ne? Aber auch hier
müsst ihr erstmal bei eurem Tierarzt fragen, bis wie weit ihr schneiden solltet oder dürft, um eurer Katze nicht weh zu tun, weil ab irgendwo fangen die Nerven an und ich fürchte, das ist dann schon ab hier ungefähr so, ab da. Aber ja, genau weiß ich das jetzt auch nicht, gerade weil ich noch nie den Katzis die Krallen schneiden musste. Ne? Zum Glück. Ich glaube nicht, dass die Bock drauf hätten. Kleines Hasenpipi.